Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde Dorfromantik. Wenn ihr das angespielt verpasst haben solltet, dann verlinke ich euch das hier freilich in der Infobox. Da könnt ihr euch das gerne mal zuerst anschauen, wenn ihr mögt. Ja, wir sind doch schneller wieder zurück im Spiel als gedacht. Und warum? Weil ich Tucana Interactive, die mir das Spiel hier gerade zur Verfügung gestellt haben, auch nochmal einen kleinen Gefallen tun will. Ich habe nochmal nachgelesen. In der Nachricht, die ich bekommen habe, stand drin, sie würden sich sehr freuen, wenn auch am Veröffentlichungstag ein bisschen Material hochgeladen wird. Und den Gefallen werde ich ihnen mit dieser Folge gerne tun. Und so habe ich auch den Spagat geschafft, euch das Spiel vor Veröffentlichung zu zeigen und Tucana Interactive ihr auch nochmal eine kleine Spielsession zu zeigen. Am Veröffentlichungstag. Mal gucken, ob es eine flotte oder ausgiebige Runde wird. Ich würde hier wieder relativ spontan beim Anordnen der Felder sein und weiß ja jetzt auch ein bisschen besser, wie es funktioniert. So, die Felder müssen irgendwie zusammenpassen und da müssen 10 gleichartige Felder dran. Und dann gibt es einen Bonus. Ich habe weitere Gebäude freigeschaltet. So, Engineer. Kann ich noch schaffen, 20 Strecke mit 20 Gleisen. Champion 10.000 Punkte. Ich habe ja schon einen Highscore beim Angespielt geschafft. Ocean mit 40 Feldern. Und so werden natürlich die Herausforderungen größer und auch die Karten werden möglicherweise größer. So, und hier kriege ich dann schon neue Punkte dazu. Läuft besser als das letzte Mal irgendwie. Punkte, Punkte, Punkte. So, hier brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Platz nach hinten raus. Zack. Läuft. Zumindest noch gut. Ah, nein, das passt nicht. Was habe ich gemacht? Den Wald zugebaut. Warte mal, hier brauche ich noch Wasser. Das passt. Und noch zwei weitere dran. Gibt wieder Karten dazu. Wald, ja. Mit Plattformen. Zwanzig 17. Es geht schon alles deutlich flüssiger von der Hand, wenn man die eine oder andere Spielrunde hinter sich gebracht hat. Wie gesagt, hier eine Miniserie, wo ich vielleicht immer mal wieder eine Folge hinzufügen werde. Wenn ich sowieso das Spiel mal eine Runde zur Entspannung anfasse. Und es spricht aber auch nichts dagegen, hier vielleicht auch mal das in einem Livestream, in einem passenden auszupacken, einen eigenen Stream freilich. Nur über dieses Spiel werde ich nicht bringen. So, hier passt nichts mehr dran, da müssen wir 10 Gleise dran packen. Dann noch 566. Punkte. So, Häuser. 24, 7. Dann zählen die nämlich zusammen. 2. So, jetzt sind wir wieder bei der Bahnstrecke. Ziel erreicht. Darf dann gerne noch mal ein größerer Wald sein. Ja, da werden dann auch direkt die Häuser abgezogen, die ich mit connecte. Also auch wenn da erstmal keine Zahlen dran stehen an diesen Karten, lohnt es sich doch ein bisschen zu schauen, dass man das hier nicht zu sehr verwurstelt.
Schaut doch alles gut aus. 16, 6, 5. Hier oben mit dem Wald könnte ein bisschen tricky werden. Es macht echt Laune, auf eine ganz besondere Art und Weise. Bahn, eine Strecke, da ist zu, hier noch eine dran. Punkte, Karten. So, 13 Häuser. Bling. So, schon die Baumöglichkeiten offen halten. 30. Dann brauchen wir nur noch 6. 5. Und Häuser. So, was haben wir hier drauf? Wald, Häuser. So, Bahnstrecke. Bahnstrecke. Wald. So als Universalstück nehmen, um freie Felder mittendrin zu füllen. Aber wie das eigentlich, aber es hängt nicht bis hier oben hin zusammen. Das da nicht dran machen. Das erschließt sich mir jetzt nicht ganz. So, aber hier. Oder muss ich 4 Boote zusammenbringen? Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn das gepasst hätte, gleichzeitig mit Wasser und Schienen. Oben passt das aber. So, jetzt aufgepasst. Karten, gib mir Karten. Gib mir Häuser, gib mir Häuser. Schade, das Stück passt da auch nicht rein. So, was ist mit meinem Wald? Das muss ja mega Punkte geben, wenn das fertig ist. Darf ich mich auch nicht zubauen irgendwie. So, 19 Karten haben wir noch übrig. Wenn ich das hier irgendwo 65 58
jetzt auch was mit dem Wald. Mal gucken, zu größere zusammenhängende Flächen. Da komme ich vielleicht irgendwann ein großes ein Feld, wo ich viele Anleger brauche. Und dann habe ich die hier schon als zusammenhängende Flächen. Das wäre zumindest nicht verkehrt. Guck mal. Rucki-zucki kriege ich meine riesen Karte zusammen hier. Passt leider nicht auf allen Ecken zusammen. Ideal wäre natürlich, wenn es überall zusammenpassen würde, weil dann verlängere ich die Möglichkeiten, hier später noch andere Felder anzulegen. Das passt nicht. Eigentlich nicht. Aber das passt. Flagge. Das heißt, dass hier noch was anlegen. Hat leider keine passenden Puzzlesteine dafür. Hier können wir weitermachen. 50. Mal gucken, wie gut habe ich denn jetzt hier zusammengebaut. So, brauche ich nämlich nur noch 9. Genau wie hier. Lassen wir uns mal ein bisschen Platz hier. Hier weiter. Das sind unterschiedliche Bäume offensichtlich. Oder einmal Sommer- und einmal Herbstbäume. Ich am Ende gar nicht mehr weiter. 7. Das nicht geklappt. 67. 58. 13. 53. 8 und 4. 17 und 4. Nicht zu verwechseln. 8 und 4 mit 17 und 4. Ah, hier. Tada! Ich muss sagen, da geben sich wirklich schöne Szenarien hier. Scheinbar auch noch so angedeutete Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge. Kann aber auch täuschen. Du möchtest hier noch was den Namen? Hm. Das sind doch so Bonusziele. Da wird noch ein Tipp angezeigt, wo noch was sehen soll. Mal gucken, vielleicht schaffen wir das noch. Häuser auf allen Seiten? Nein. Aber hier? Die Bahnstrecke nimmt kein Ende.
die Ding. So, hier passt immer noch nichts rein. Aber hier. Schon dauern die einzelnen Spiele-Sessions deutlich länger. Häuser. So, 23. Das wird aber immer mehr hier. Wir schaffen das. Vielleicht sogar noch ein Bonusziel, wenn wir Glück haben. Ich habe bald mal wieder Punkte. Punkte wären nicht schlecht. Gut. Sind wir dem Ende des Levels wieder mal von der Schippe gesprungen. So, gibt's hier unten wieder Punkte. Also intuitiv funktioniert das Spiel ganz gut, finde ich. Lange noch. So, ein Feld mit Wasser. Kann ich hier zumachen? Dann bekommen wir irgendwie extra Punkte. Achso, gar nicht, weil ich da jetzt Häuser hingebaut habe, sondern einfach nur, weil ich alle angezeigten Felder zugebaut habe irgendwie. Hier noch irgendwo eine Flagge rumstehen? Weil das war ja so einfacher, als ich gedacht habe. Katsching. Ja, das bringt mich an der Stelle jetzt leider nicht weiter mit der Zugstrecke. Irgendwo müssen wir Seen bauen. Mal gucken, vielleicht fügt sich das ja gleich irgendwie noch zusammen. Größer, die wir hier zurücklegen müssen. Tading!
33, 33, 30, 23, so. Du passt. Was mit dir hier? Bauen wir hier unten an. Lass mich hier oben nicht weiter. Doch hier. 22. Feeding. Lokomotive freigeschaltet. Claim. Huch, die Krone drauf. Sollte das alle Felder zubauen, bis es nicht mehr geht. Nehme ich mal an. So, 11 Karten noch. Wasser. Plus 26, 30. Na, langsam wird's knapp hier. Letzte Karte. Schön sieht's aus. Aber weiter kommen wir hier wohl nicht mehr. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und natürlich auch gerne eure Gedanken in den Kommentaren. Ich weiß, ihr seid in Gedanken immer bei mir, genauso wie ich bei euch. Wenn ihr keine weitere Folge Dorfromantik oder andere tolle Spiele verpassen wollt, dann abonniert doch auch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Und ich möchte die Gelegenheit hier auch nochmal nutzen, auf unsere wundervolle Community hinzuweisen, auf Discord. Schaut doch da gerne auch mal vorbei, wenn ihr wollt. Ihr seid herzlich willkommen, euch mit uns und mir und allen anderen auch auszutauschen, sei es schriftlich oder per Voice. Schaut doch gerne mal vorbei unter discord.jasondux.de. Bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.